Hallo meine Freunde Oppensteine und herzlich willkommen im Brickcamp. Ich hoffe, ihr hattet ein paar wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Ich hatte sie, eine schöne ruhige Zeit mit Frau und Hund. Somit ist es auch der Grund, wieso dieses Video heute erst am Dienstag kommt. Wie ein paar von euch vielleicht wissen, bin ich da, was die Videos angeht, immer ziemlich just in time. Vorproduzieren ist irgendwie nicht so mein Ding. Und somit habe ich mich entschieden, die Feiertage etwas zu genießen. Von YouTube erstmal Pause zu machen für ein paar Tage und da habe ich gesagt, okay, dann gibt es das Video halt einen Tag später, vergebt mir. Heute habe ich diesen wunderschönen Jagdtiger für euch. Von der Firma Panlos, Set Nummer 632017 mit 1967 Teilen. Also nicht wenig, muss ich ehrlich sagen. Wir reden hier von einem Maßstab von so circa 1 zu 28. Oh, finde ich gut. Kobi hört damit gerade auf. Finde ich schade. Der ist so ein zweischneidiges Schwert. Aus dem ganz einfachen Grund, ich feiere den 1 zu 35er Maßstab sehr. Aufgrund vom Museum kommt auch demnächst wieder ein neues Video. Und finde es aber trotzdem schade, dass sie denselben Atemzug die 1 zu 28er wegsterben lassen. Also ich hätte die über die 1 zu 8, ich persönlich hätte die 1 zu 48er in die Tonne geklopft, weil außer Ersatzteilspender fand ich die Dinger nie wirklich cool. Ist aber meine reine persönliche Meinung. Es gibt genügend Liebhaber auch diese Klassen. Wie man es macht, irgendjemand macht man es immer nicht recht. Aber hier haben wir wieder 1 zu 28er Maßstab. Was natürlich zu den Minifiguren, die auch mit dabei sind, kommen wir gleich drauf, sind 5 Stück mit am Start. Ich sag, kann man sich schenken, seht ihr aber auch noch wieso. Gibt es nämlich noch mehrere Gründe. 35 Euro kostet das gute Stück, so circa aktuell. Beim günstigsten Händler Uwob habe ich es gefunden für dieses Geld, habe es auch für den Preis selber gekauft. Man kann ihn auch noch als Power Function Version ordern. Oder wenn ihr die Motoren habt, da kommen wir nämlich gleich drauf. Ihr braucht 2M-Motoren, eine Batteriebox mit Fernbedienung. Dann funktioniert es nämlich auch mit dem Equipment, was man daheim hat. Kostet das ganze Stück 58. Also es kommen so 13, 23, nicht 13, 23 Euro für diese Elektronikkomponenten mit dazu, wenn man das möchte. Aber wer ist das eigentliche Vorbild hier? Vom Jagdtiger, für diejenigen unter euch, die das nicht sagt, Jagdtiger war ein schwerer Panzer Ende des Zweiten Weltkriegs, 44, 45, war ein sehr starker Panzer, muss man sagen. Es war auch der schwerste in Serie gebaute Panzer im Zweiten Weltkrieg mit zwischen 70 und 72 Tonnen. Er hatte aber trotzdem nur den für das Gewicht dann doch etwas schwachen 12-Zylinder-Benzinermotor von Maybach drin, den HL230, 23 Liter Hubraum, war im Königstiger auch unter anderem verbaut und im Tiger und an anderen Panzern, war aber natürlich dann für 72 Tonnen schon am Leistungslimit. Der Motor wird bei Wikipedia zum Beispiel mit 515 kW bei diesem Panzer priesen oder angegeben. Ja, das hat der Motor auch geschafft. Spitzenleistung 515 kW bei 3000 Umdrehungen. Was natürlich konstant, was von ihm auch abverlangt wurde, nicht so gut für den Motor war. Also diese Panzergenerationen allgemein mit diesem Motor hatten mehr technische Ausfälle, korrigiert mich, aber nach dem, was ich immer so gelesen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät ausfällt ausgrund eines technischen Defekts, war höher wie durch Beschuss vom Gegner. Bei dem hier sowieso war er 250 mm. 200. Muss doch immer geben. Also hier, so. So dicke Frontpanzerung. 250 mm Panzerstahl an der Front. Die war zu der Zeit für die ganzen Gegner so gut wie undurchdringbar. Er selber konnte auch mit seiner 12,8 cm KWK bis auf 3 km Entfernung in Sherman-Panzer, egal aus welcher Position der stand, weil das war immer wichtig, vorne war man besser gepanzert wie Seite und hinten. Das war dem egal, der hat den Sherman gesehen, anvisiert und wenn er getroffen hat, hat er ein Problem gehabt, weil er hat ein Loch gehabt. Das war natürlich schon ein Monster, aber war kein Game Changer mehr. Aus dem ganz einfachen Grund, viel zu spät, er ist sehr schwergängig
gewesen. Er war ein leichtes Ziel für Jagdflugzeuge bzw. für Jagdbomber, also für die Luftwaffe des Gegners und somit nicht mehr relevant. Interessanter Fakt noch ein bisschen war an dem ganzen Kollegen hier, dass es wieder so ein kleines Porsche-Henschel-Debakel gab. Für alle unter euch, die mit dem Königstiger mit der Geschichte so ein bisschen bewandt sind, da gab es dieses Thema mit dem Turm. Hier gibt es das Thema mit der Wanne. Also nee, nicht mit der Wanne, ist falsch, mit dem Fahrwerk. Wir sehen hier neun Laufrollen. Das war das Henschel-Fahrwerk, neun Laufrollen mit jeweils 800 mm. Und dann gab es noch die Version mit 8 Laufrollen, jeweils 700 mm. Die 8 Laufrollen 700 mm waren von Porsche designt, wurden aber nur 11 Stück gebaut, weil es sich bei Tests herausgestellt hat, dass es nicht ganz so robust ist wie das Henschel-Fahrwerk. Das Porsche war aber 2 Tonnen leichter und wartungsfreundlicher. Weil Porsche hat natürlich die Probleme, was man beim Panther und Co. festgestellt hat, des erhöhten Reparaturaufwands durch diese stark versetzten Räder, da ein bisschen entgegengewirkt. Somit kleinere und deswegen weniger auch. Das möchte ich mal sagen, war hier zu dem Kollegen zum Vorbild, glaube ich, die wichtigsten Facts. Ne? 38 km/h auf der Straße, Spitze 13 km/h ungefähr im Gelände. Im Gelände war er halt natürlich aufgrund des Gewichts auch alles sehr, sehr schwerfällig. Dann schauen wir uns das Modell, würde ich mal sagen, genauer an. Alles, was ihr hier seht, ich habe, wie ihr mich kennt, keine Sticker verbaut. Es sind Sticker dabei, ich zeige sie euch mal kurz. Muss man nicht so ganz verstehen. Wir haben zweimal grün und einmal hier so ein grün Dark Tan. Dieser geschwungene grün Dark Tan gehört hier eigentlich vorne drauf auf den Cone. Und mit den zwei grünen, ihr werdet es nicht glauben, macht ihr hier am Kanonenrohr zwei solche Teile dann einfach grün. Hätten wir auch einen grün beilegen können, ist aber hier eh ganz witzig. Das ganze Modell ist in Dark Tan gebaut. Über jetzt die Farbechtheit historisch und so kann man sich da natürlich auch wieder, ist ja egal. Also man muss es nicht zu genau nehmen, finde ich. Je nachdem, wie man es sieht. Ne? Wenn jemand natürlich so ein Modell sich kauft, weil es historisch korrekt haben will, mit viel Liebe könnte man dieses Dark Tan, diese alten Grundierung, sandfarbenen Grundierung vielleicht ein bisschen zu gerade rücken. Nimm es mir da nicht übel, ich bin da beim Farbenthema nicht immer so, das ist so eine Wissenschaft für sich. Wir haben wie gesagt diese drei Sticker und was ich sagen wollte ist, hier sind alle Teile bedruckt sonst, auch das Tarnmuster oder wenn ihr Steine teilweise habt, wo man sagen hätte können, hätte man ja Kleingrün nehmen können, haben sie bedruckt. Vorteil aus der Geschichte ist, dass natürlich alles dieselbe Farbe hat. Nachteil ist so ein bisschen, dass wir, ich guck mal, ups, jetzt habe ich hier hinten ist weggerupft. Nachteil an der Geschichte ist, mal gucken, ob ihr es sehen könnt. Genau hier. Man hat dann immer so ganz kleine Tannkanten. Ja? Durch das, dass die Steine nicht durchgefärbt sind, beziehungsweise dass sie halt einfach nicht in Grün sind. Wie gesagt, Laufrollen, Henschel-Version. Die Seitenteile sind diesmal gut montiert. Es gibt so optische Sachen hier mit der Kante innen drin, was einem nicht gefallen könnte. Finde ich jetzt aber tatsächlich, wenn er so im Regal steht, nicht so schlimm. Hier vorne den Übergang, ups, hier vorne den Übergang hätte man natürlich bei Kobi besser hinbekommen. Ich muss aber sagen, das ist ein Modell hier, der bis auf ein paar wenige nur indem ihr zwei Kettenglieder mehr montiert wie in der Bauanleitung. Also entweder ich habe mich echt tierisch verzählt, ich habe es zweimal nachgezählt, aber ich habe 80 Kettenglieder pro Seite reingebaut. Ist ja kein Act, ihr seht es dann, wie es euch gefällt. Und so lässt sich es gut bewegen. Ich habe, wie gesagt, keine Elektromotoren drin, um das mal auszuprobieren. Somit kann ich da jetzt nicht wirklich berichten. Und sonst haben wir hier in der Bauanleitung tatsächlich jetzt auch nichts, wo ich sagen muss, hu, das ist jetzt mega schwierig oder konfus gewesen. Die Bautechniken sind diesmal relativ human im Verhältnis zum Panos T28 Heavy, der teilweise schon ein paar Stellen hatte, wo ich mir gedacht habe, so ja, Bananenstyle. Das hier auch mit den Seitenelementen.
relativ gut gelöst. Da hatte ich auch irgendwie nicht so das Problem, dass sich die Blade-Toleranzen gesteckt haben. Und wenn ich jetzt hier so durchgucke, nee. Bauanleitung, wie gesagt, war, finde ich, wieder für Pandas gut. Ihr habt ganz zum Schluss wieder eine Teileübersicht, welche Teile alles drin sind. Man kann es auch gut erkennen von den Farben her. Es sind ja auch alle bedruckten Teile aufgeführt. Und das sind ein paar, muss man einfach sagen. Ja, hier noch die Instructions, wenn man hier Power Functions verbaut. Turm geht natürlich nichts, das Ding kann nur fahren. Ja. Dann hätten wir eigentlich die Anleitung auch schon durch. Dann gucken wir uns mal noch geschwind die Figuren an, oder? Wir haben 5 Manneges am Start. Da lässt sich jetzt natürlich hardcore-mäßig streiten. Also, ja, das sind eher so Richtung US-amerikanische Uniform mit den Schiffchen. Ich mag ja die Pandas Minifiguren so. Grundprinzipiell sind die schon ganz nett ausgeführt. Aber das ist halt wieder so. Erstens, bei dem Maßstab meiner Meinung nach kann man eigentlich auch drauf verzichten. Sie passen zwar echt super rein, die haben da mega viel Platz drin. Aber die sind halt genauso, muss ich ehrlich sagen, finde ich, von zum Zusammenhang zwischen deutschem Jagdtiger und den Soldaten hier, die jetzt nicht so wirklich deutsch aussehen. Muss ich ehrlich sagen, passt jetzt nicht so. Das hat für mich eher so den US-amerikanischen Look, die Minifigur. Und da hätte man dann rein jetzt von der Optik her passend zum Modell drauf verzichten können. Hat man aber auch schon beim T28 Heavy mit diesen mintfarbenen Helmen. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wieso sie das so machen. Das ist so, ja. Aber wie gesagt, das Wichtige ist ja das Modell. Das sind die Minifiguren für mich zweitrangig. Sind 5 Stück dabei, lassen sich gut zusammenbauen. Da gibt es nichts. Schauen wir mal noch kurz über die Ersatzteile. Das Tütchen habe ich euch schon gezeigt. Das sind die Teile, die ihr braucht, wenn ihr die Motoren verbauen wollt. Die sind separat abgepackt. Dann an unseren Stickerbogen, den ich euch gezeigt habe. Muss man überhaupt nicht verstehen, aber es reißt jetzt hier bei dem Modell, finde ich, auch nicht raus, wenn man die Sticker weglässt. Dann haben wir hier diese zwei klassischen Spritzlinge mit Waffen. Hier ist wenigstens ein MG34 mit dabei. STG wahrscheinlich und ein Mauser. Dann haben wir einen Teiletredder und noch ein bisschen Kleinteile. Also ein paar Kettenglieder sind noch ein bisschen übrig, ein paar Hände. Also wirklich, hält sich, ist überschaubar. Hält sich in Grenzen, so ein paar Kleinteile. Das war's eigentlich. Mein Fazit zu diesem ganzen Modell ist, also für das Geld, muss ich euch ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen, das kommt immer darauf an, wie detailversessen man ist. Ja? Ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin da immer so ein bisschen schmerzfreier. Ich sage, wenn man das Modell erkennen kann und wenn man den Panzer sieht und man weiß, okay, das soll der und der sein und man kann das erkennen, bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ich bin noch nicht, ich bin nicht so der absolute detailversessene Mensch, wo sagt, boah, da sitzt der Spiegel falsch, da ist das Kabel falsch. Ja, wir haben hier vorne einen großen Gap, was hier bautechnisch hier ein bisschen halt so doof ist. Mir gefällt das sehr gut. Und wie gesagt, für aktuell 35 Euro inklusive Versand, dass das Ding bei euch daheim ist. Klar, aus China. Leider ist es bei den Panzermodellen immer so das Problem, dass es da nicht so viele deutsche Händler gibt, die sich das antun, weil man muss die Minifiguren rausnehmen lassen und weiß der Kuckuck. Und ich glaube, so groß ist der Markt dann vielleicht auch nicht. Schade. Aber für 35 Tacken, Alter, finde ich super cool, hat mega viel Spaß gemacht zu bauen. Die Steinequalität ist gut. Man kann ihn relativ einfach umbauen mit den Motoren. Wenn es euch interessiert, lasst es einfach mal in den Kommentaren mich wissen. Mal gucken. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo ein paar Motoren rumflacken. Dann bauen wir da halt mal was rein. Beziehungsweise, na, die, was ich rumliegen habe, gehen nicht, weil die sind einfach hier für normale Handbedienung von meinen Lego-Technik-Modellen. Aber da lässt sich sonst was organisieren. Wenn euch das Video gefallen hat, ganz zum Schluss, ne, kennt das Thema, drückt auf Abonnieren gerne, würde mich megamäßig freuen.
Was ich noch viel wichtiger finde, persönlich für mich, lasst gerne mal einen Kommentar da, was habt ihr für Anregungen. Ich mag ja auch sehr gerne konstruktive Kritik. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Welche Informationen fehlen euch gerne bei meinen Reviews? Lasst es mich wissen, weil nur durch Feedback kann man besser werden. Das war das vorletzte Video für 2022. Eins wird noch kommen, wird aber kein Review sein, kann ich euch schon mal versprechen. Somit sehen wir uns dann, was Reviews angeht, erst wieder im neuen Jahr, dann wieder auch pünktlich zum Montag. Ich wünsche euch noch ein restliches, schönes Jahr 2022, falls ihr nicht mehr reinschaltet. Kommt gut rein ins Jahr 2023. Somit bis dann, haut rein, ciao, ciao.